Ich will damit nur sagen, dass eine gewisse Abneigung zwischen Frauen und Männern durchaus natürlich ist. So ist es. Wenn man von der Fortpflanzung mal absieht. So ist es. Das ist ein anderes Thema. Die Fortpflanzung ist ein ganz anderes Thema. Mein Mann hat ja auch immer was. Männer haben immer irgendwas. Immer hat er irgendwas. Frauen und Männer sind im Grunde Gegner, die nur in einem Punkt... Eigentlich sollte man gar nicht heiraten. Richtig. Man sollte lieber versuchen, die Gegensätze der Geschlechter auszugleichen. Männer hören ja gar nicht hin, wenn man irgendwas sagt. Frau Kleinert, wir hätten viel öfter miteinander reden sollen, aber leider haben wir ja so wenig Gelegenheit. Störe ich? Nein. Würdest du bitte mal kommen? Sie entschuldigen mich wohl.